Kurz zusammengefasst, viel Urteils von Lessing. 1759 erschien das Trauerspiel Viel Urteils von Gotthold Ephraim Lessing. Es handelt sich um einen Einakter, welcher sich zwar an die Struktur der heroischen Tragödie anlehnt, aber sie konterkariert. Das Stück spielt in Griechenland. Der Hauptcharakter ist der junge Prinz Viel Urteils, welcher sich in Gefangenschaft des Arideos befindet. Weitere Charaktere sind Strato, ein Feldherr des Arideos, und Parmenio, welcher sich ebenfalls in Gefangenschaft befindet. Viel Urteils, ein junger Feldherr, der besonders durch seinen jugendlichen Leichtsinn auffällt, gerät aufgrund seiner Unvorsicht in Gefangenschaft. Seit seiner Jugend träumt er von Heldentum und Ehre. Während seiner Gefangenschaft stürzt er in so tiefe Verzweiflung, dass er als einzigen Weg zur Wiederherstellung seiner Ehre den Selbstmord zieht. Diese Konsequenz und seine Besessenheit auf Heldentum wird von allen anderen Figuren kritisiert, dennoch fährt er mit seinem Plan fort und begeht schlussendlich Suizid. Das Stück wird als Auslöser des Endes der heroischen Tragödie in Deutschland gesehen. Warum das so ist, erfahrt ihr weiter unten.